Unter dieses Gewölbe? Ich weiß ja nicht. Geht's überhaupt hin? Wo bin ich überhaupt? Ah, hier ist wahrscheinlich irgend so eine Treppe, die ich gerade mal in meinem Eifer übersehen habe. Und jetzt bin ich in irgendeiner Höhle, oder was? Nein. Ich will auch nur in so eine blöde Höhle reinlaufen, um da so ein paar Statuenteile. So, jetzt aber. Toll. Wahnsinnsaktion. Da will ich nicht rein. Kein Scheiß. Spielstand erstellt. Ey, das macht mir langsam Angst. Ducken. Geduckt laufen. Geduckt laufen. Oh Gott. Oh, schon von dieser Wurzel hatte ich jetzt auch gerade schon so einen Schreck bekommen. Ich dachte erst, das wäre irgend so ein verrücktes Getier. Eine alte Fackel noch gefunden. Hier liegt eine ganze Menge Krempel rum. Elixier der Arkanen Macht. Wahrscheinlich muss ich gleich irgendwas zaubern. Scheiße gelaufen, denn ich kann überhaupt nicht zaubern. Ich habe auch Magie nie geskillt oder sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Im Reich der Magier können... Oh, schon wieder diese komischen... Ich nenne es jetzt mal Inka. Und was ist das hier? Was hängt denn hier aus der Wand? Warte, ich muss kurz am Kopf kratzen. So. Was ist das denn hier wieder? Gruseligst hier. Blöd, dass ich auch diese Rüstung habe. Die ist echt laut. Aber sie schützt. Gegen alles Mögliche. Aber hey, schließlich bin ich von der Styrker Miliz. Ich lasse mich nicht klein kriegen. Und sie meinte ja, dass sich hier niemand reintraut, weil es so gruselig ist. Ich glaube, da hat sie recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Skelette, ey. Oh Gott. Ich werde mal schnell quicksafen hier. Oh Gott. So, da wären wir. Skeletons. Ach, die haben ja gar nichts drauf. Ich dachte schon. So. Die sehen aber schon ein bisschen gruselig aus, ne? So. Und viele EPs geben die auch nicht. So, Steingolem war bis jetzt eindeutig der heftigste Gegner, glaube ich. Morscher Bogen, Tempelwächter durchsuchen. Hey, einem Skelett kann man nicht in die Tasche greifen. Der hat nichts hier. Aber egal. Das sind so Details. Möchte ich mich nicht weiter rein verlieren. Weil jetzt liegen hier überall Knochen rum. Oh Gott. Was mache ich hier? Wer weiß, ob hier noch mehr von diesen Psychopathen rumlungern. Wer weiß, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Warte, ich muss hier mal auf die unterirdische Karte gucken. Hier gibt's, glaube ich, einen Durchgang, oder? Sehe ich das richtig oder irre ich? So, hier mal durchgucken. Ne, da ist der Raum. Stellt sich nur die Frage, wie ich durch dieses Gewölbe hier komme. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach rechts. Kann nicht schaden. Oh Gott, noch so einer. Dem habe ich es gezeigt. Der Tempelwächter ist jedenfalls echt gruselig. Und zum Glück hat es keiner der anderen gehört. Und auch nicht gesehen, dass da seine Wirbelsäule gerade
durch die Gegend geflogen ist. Und nur 11 Gold haben die dabei. Oh Gott. Kann ich mich hier dran vorbeischleichen? Irgendwie. Ich gehe jetzt mal wieder auf Schleichkurs hier. Oh Gott. Wie grün das hier auch ist. Man sieht ihn nur so schemenhaft. Ich glaube, wenn ich 2 drücke, macht er sich sichtbar, wenn ich die Armbrust lade. Und diese 2 hier, die... Oh Gott. Tempelwächter. Und die da vorne, die lasse ich mal eiskalt stehen. Die sehen mich ja hoffentlich nicht. Nein, die sehen mich nicht. Aber es sind viele 100 Jahre, die da schon stehen. Und warten, dass mal irgendjemand einbricht. Jetzt bricht meiner ein und sie bemerken es nicht. Tja, sowas nenne ich bitter. Aber ich werde ihnen jetzt nicht den Gefallen tun, sie zu erschlagen. Was sie zweifelsohne verdient hätten. Huch, hier liegt ein Tempelwächter. Achso, ich habe die mit einer Wurzel verwechselt. So. Ohohoho, es bleibt spannend. Da vorne sind welche. Oh Gott. Da hilft nur ein Blick auf die Karte. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie komme ich hier denn wieder richtig raus? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob da ein Weg dran vorbeiführt, dass ich die alle 4 erschlage. Oder wie viele das noch sind. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Doch. Ich bin entdeckt. Ich bin entdeckt, eindeutig. Ah, oh, wieder so ein Zauberer hier. Ich mag den nicht, den Zauberer. Hey, du stehst unter Strom, Freundchen. Ich darf hier nicht so viel Leben verlieren. Oh Gott. Und jetzt komm. Oh Mann, untoter Priester, ey. Was mache ich überhaupt? Und was ist das für ein komischer Nebel da? Was ist das für ein Gekrache hier? Ich sehe noch jemand? Was kracht hier die ganze Zeit so? Das macht mich völlig kirre. Kein Spaß, mir macht das richtig Angst hier. Was ist das? Noch irgendwas hier nicht mitgenommen? Ich sehe die immer so schlecht hier. Die heben sich nämlich kaum vom Boden ab. Oh Gott. So Tempelwächter sind jedenfalls eine ganz krasse Sache hier. Vor denen sollte man sich, glaube ich, fürchten. Wer weiß, ob hier noch Schlimmeres ist. Das wird hier fast wie ein kleines Horror-Game. Oh Gott. Hat sich das gerade bewegt? Ich hatte recht. F5. Quick Save. Jetzt werde ich ihn schlagen. Oh Gott. Steingolem. Von einer von den Sorten, die haben wir schon mal gesehen. Hier weg, 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 weg und wieder hin zurück. Hier, ich habe ihn fast klein gekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Und noch einen Schlag, komm. Einen Schlag und erledigt, komm. Oh Mann, ey. Zum Durchsuchen von dem brauche ich eine Spitzhacke, ey. Kein Scheiß. Oh Gott. Was sind das denn für Psychopathen hier unten? Die machen mir ja mal richtig Angst. Nee, hier komme ich her, oder? Hier sind nur noch kaputte. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Oh nein. Nee, hier war ich eindeutig auch schon. Oder noch nicht? Mann. Eigentlich wollte ich doch jetzt gerade eine Aufnahmepause machen, aber offenbar war ich noch nicht hier, wenn hier noch so viel Kram rumliegt. Oh Mann. Nein, ich nehme jetzt nicht jeden Mist hier mit. Ich möchte doch eigentlich nur schleunigst hier raus. Ach ja, hier sind die beiden Wächter, an denen ich mich vorbeigeschlichen habe, dann bin ich hier lang gelaufen. Ich erinnere mich wieder. Und da vorne war dieser psychopathische Steingolem. Hier bin ich um die Ecke geschlichen. Ich erinnere mich. Ah. Hier muss ich lang. Sehr schön. Aber ich glaube, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Komm, hier, Quicksave. Oh Mann. Naja, wir hören mal wieder voneinander, ne? Tschüss.